Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Und endlich, Leute, sind wir bei Folge 2 der dritten Staffel von Haus des Geldes angekommen, Leute, ja. Für alle, die es mitbekommen haben und den Community-Tab gecheckt haben, beziehungsweise die, die die Glocke aktiviert haben oder mir auf Instagram folgen, was ich beides natürlich sehr empfehlen kann, ja. Die haben gesehen, jeden Sonntagabend wird jetzt ein kompletter Upload-Plan für die kommende Woche online gestellt, wo ihr dann seht, wann welches Video online kommt. Heute muss ich noch einmal das Video von Sunny und Haus des Geldes tauschen. Normalerweise kommt Haus des Geldes nämlich um 16 Uhr, das habe ich jetzt ein bisschen gechanged, Freunde. Aber jetzt ist es hier, Freunde. Für alle, die natürlich neu sind, muss ich ganz kurz was erklären. Die alten Hasen werden es schon kennen. Aber, falls ihr jetzt hier neu seid und dieses Video gerade seht, Haus des Geldes, Staffel 3, Folge 2. Hä? Fluderflug kann hier einfach die Folge zeigen? Kann ich nicht, Leute. Ganz easy. Die Lösung aller Lösungen für dieses Problem, Leute. Ich habe jetzt hier Netflix bei mir offen, ja? Wo ich gleich die Folge sehen werde. Ich werde euch diesen Screen nicht zeigen. Ich werde euch gleich dieses Vollbild hier zeigen. Ich werde euch zwei Timecodes einblenden, damit ihr ganz easy und entspannt synchronisieren könnt und ich dann so ein bisschen wie der Fußballkommentator im Hintergrund bin. Falls ihr dann aber trotzdem beides gleichzeitig schauen wollt, öffnet bei euch Netflix, geht auf mein Video, macht einen Doppelrechtsklick, geht auf Bild in Bild, dann öffnet sich hier unten rechts ein Mini-Video und dieses bleibt auch bestehen, wenn ihr auf eine andere Seite wechselt. Bedeutet, wir sind jetzt hier auf Netflix. Dann geht ihr hier gleich bei Netflix ganz easy in den Vollbildmodus, packt meine Facecam hier oben, hier unten, wo auch immer hin und dann könnt ihr ganz easy, ganz entspannt mit mir zusammen die Folge Haus des Geldes schauen und dann habt ihr es auf Netflix wie in einer richtigen Reaction, ohne dass ich dafür verklagt und in den Ruin getrieben werden kann. Okay, Freunde, nur damit ihr Bescheid wisst, so wird es gleich ablaufen. Ansonsten, Leute, bin ich sehr gespannt und freue mich auf die neue Folge. Wie gesagt, zweimal wöchentlich jetzt und Naruto dreimal wöchentlich. Bei Naruto gleiches System, ihr müsst also auch mitgucken. Ich habe aber natürlich einen vorwärts- und einen rückwärts laufenden Timer, sodass ihr auf allen möglichen Seiten dann mitschauen könnt, wie auch immer ihr das machen wollt, Freunde. Gut, ich möchte gar nicht mal so viel labern, denn tatsächlich haben wir schon sehr viel Zeit jetzt hiermit verbracht, euch zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Leute, ich würde sagen, wir starten. Die Folge geht 41 Minuten und 11 Sekunden. Ich habe mir noch ein kleines Recap angesehen von der letzten Folge, damit ich wieder drin bin. Ich bin auf jeden Fall gehypt, kann ich euch sagen. Dann würde ich sagen, Freunde, starten. Wir drücken auf Play. Macht euch ready. Macht Bild im Bildmodus. 3, 2, 1, go. Ach, Leute. Leute, es ist lange her. Es ist sehr lange her, Leute. Oh, ich muss noch ganz kurz vor euch. So. Oh, Leute, es ist lange her. Es ist so zu lange her. Es ist zu lange her. Stimmt, der Zeppelin, Leute. Ja, der Zeppelin. Das war so geil. Sorry, dass ihr so lange warten musstet, Leute. Es tut mir wirklich ein bisschen leid diesmal, dass ihr so lange warten musstet. Seht ihr die Timer? Die sind cool, oder? Danke, habe ich mir Mühe gegeben diesmal. Oh, ich hab's vermisst. Ich hab sowas von vermisst, Leute. Ich krieg Gänsehaut gerade einfach nur, wenn ich das wieder sehe. Das war schon krass. Ich wäre der Erste, der mit einem riesigen Sack alles auffangen würde, Leute. Ihr kennt mich. Ich wäre der Erste. Ich wäre der Allererste. True, true. Oh, Zahnarzt. Ich habe, glaube ich, eine Zahnarztphobie tatsächlich. Ich habe, glaube ich, echt eine Zahnarztphobie. Huch. Er hat ab jetzt auch eine Zahnarztphobie. Bruder. Das ist schon nice. Das ist schon nice, Mann.
True. Ey, Real Talk, Real Talk. Och, Leute, da bin ich doch wieder dabei, wenn ich das sehe. Da bin ich doch wieder dabei, ihr kennt mich. Episch. Gänsehaut, Leute. Okay. Hat sich einfach gezeigt, Mann. Alter. Der mit illegalen Sachen haben sie nichts am Hut. Schlagen zurück. Doppelt so hart. Oh ja. Komm schon, fang an zu klatschen. Fang an zu klatschen. Es klatscht niemand. Schade. Ja. Fünf. True, true, true. Alter. Ich hab's so vermisst, Leute. Ich hab's vermisst. Und das habe ich noch viel mehr vermisst. Das habe ich noch viel mehr vermisst, Leute. Okay, Leute, es tut mir leid, dass es lange gedauert hat. Verzeiht mir. Ich habe die Gitarre eingespielt, Leute. Ich war es damals. Das war ich. Das Intro sieht so schön clean aus wieder. Oh. La Casa de Papel.
Hallo. Okay, 2 Monate bis Tag X. Chris Pratt. Ey, das war's ein bisschen hart. Ja, dafür hat er 2 Drittel gerettet. Ja. Ja, jetzt im Nachhinein. Solche Vorwürfe bringen doch nichts mehr. Warum jetzt noch alte Wunden wieder aufkratzen? Warum jetzt darüber reden? Das macht doch keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, was ich für einen Typen halte. Blendend. Dosenfraß ist besser als man denkt, teilweise. Dosenfraß schmeckt ganz gut. Leute.
Ja doch, ich mag ihn, glaube ich. Ich mag ihn, glaube ich. Der ist ganz cool drauf. Ja, doch, ich mag den Typen. Ich mag den Typen. Ich mag den Typen. Ich war mir nicht sicher, aber ich mag den. Der ist ganz cool, glaube ich. Ich muss auch sagen, Tokio gefällt mir doch ganz gut mit kurzen Haaren irgendwie. Gar nicht so bad, wie ich dachte. Alter, für sie der erste Einsatz, so sag ich mal. Sie ist ein bisschen sehr dickköpfig, finde ich auch. Real Talk. Real Talk jetzt. Ist aber schon ganz nice mit neuen Leuten jetzt dabei, so. Das ist schon ganz nice. Oh, jetzt haben wir zwei Computer, Leute. Das ist nice. Das ist richtig nice. Das ist geil. Weirdo. Richtiger Weirdo. Aber nice. Das glaube ich auch, Alter. Easy. Krass. Geil. Easy, Leute. Ich miete mir auch ein paar demnächst. Das ist fucking smart. Oh, alles auf die Sekunde genau. Das ist geil, das ist geil. Oh, alles nochmal viel organisierter als beim letzten Mal. Viel organisierter. Boah. Das ist schon echt gut gemacht, Alter. Okay, ich mag den Typen. Ich mag ihn.
Er nimmt wirklich ein bisschen den Spot von Berlin ein. Der auf alles guckt, alles regelt so. Nice. Okay. Die Diskussion ist schon ein bisschen härter, als ich dachte, okay. Ich kann sie ein bisschen verstehen. True. True, true. Ja, ich kann sie schon verstehen. Ich kann sie schon ein bisschen verstehen, muss ich sagen. Er hatte gute Intention, aber es war viel zu hart. Oh, jetzt kommt Helsinki raus, Alter. Jetzt geht's los. Alle sind ruhig. Was? Besser wär's. Oh, wie keiner mehr ein Wort sagt. Ich muss sagen, ich kann sie verstehen. Denver ist sehr oft auch ein Dickkopf und sehr oft sagt er unüberlegte Sachen. Aber er hat natürlich auch sein Dad im Kopf noch, was passieren kann, wenn was schief geht. Man muss beide Seiten irgendwie verstehen. Es ist complicated, Alter. Es ist complicated.
Genau. Oh ja, Mann. Ich finde Motten eklig, Alter. The fuck? Alter, die ist so creepy. Die sieht so creepy aus. Nee. Illegal. 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 Ich würde es lieber Osman tun lassen, wenn ich die Wahl habe. Komm her, Bruder. Ich weiß nicht, wie viel real ist gerade und nicht und wie viel er sich einbildet, aber es sieht real aus und ein bisschen illegal vielleicht, aber nur eine Prise illegal. Alter, jetzt ist halt so die Prüfung der Prüfungen schon. Und das ist erst der erste Step so gesehen. Wenn sie wüssten, dass ihre Helden da drin sitzen. Ja, Mann. True. Komm schon, zeig doch Deutschland. Zeig Deutschland. Leute. Das sind wir. Das sind wir. Ich würde sagen 5 bis 6. Vielleicht sogar 7. Aber Real Talk, die haben was erreicht, Mann. Die haben wirklich was erreicht. Sie sind so ein Symbol geworden, einfach. Ja, Mann. Area 51 Raid. Leute. Fahren einfach rein. Das Ding ist, bei einigen weiß man ja, wie sie aussehen so. Okay, gut, dass Tokio sich noch den Mundschutz aufsetzt. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Wie sieht die Lösung aus?
Bruder. Leute, die Flashbacks sind schon geil. Die sind schon ganz nice, Flashbacks. Nichts ist unmöglich. Was? Ja. Oh nein, es wird jemand ertrinken. Ich merke doch jetzt schon. Oh, die beiden sind cool zusammen. Da braucht man Balls. Balls of Steel. Face to face sowas zu sagen zu so einem Polizisten. Das wird nicht schief gehen, das kann nicht schief gehen. Jetzt muss der Professor antworten.
War zwar der schlechteste Stimmverzerrer der Welt. Da wurde an der falschen Stelle gespart, sag ich euch. Oh, Alter. Bruder. Noch mehr Chaos stiften, Alter, okay. Einfach fucking Danvers ist da. Krass. Holy shit, Alter. Das ist krass. True. Alter. Aikido, Leute. Krass. Er ist gut, er macht's gut. Krass, Mann. Aikido, Leute. Man merkt schon, es ist wirklich noch ein Step heftig durchdachter und nahtloser als beim letzten Mal einfach. Krass. Ist wirklich ein heftiges Durcheinander einfach.
Lol, sie bringt es echt zum Einstürzen. Sie bringt es echt zum Einstürzen. Aber warum? Oh shit, Leute. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir kommen hier zum kleinen großen Mini-Fazit zum Ende, Alter. Heftig, Alter. Ich bin wieder voll drin, Leute. Ich bin wieder voll drin. Ich habe ultimativ Bock. Ich muss sagen, ich habe das Ende noch nicht ganz verstanden, warum sie jetzt da wirklich was gesprengt haben. Entweder um die Eingänge halt zu blockieren oder um zu sagen, halt, wenn jemand reinkommt, werden wir die nächste Ladung zünden, obwohl sie gar keine Ladung mehr haben. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall sind sie jetzt drin mit den Geiseln und das ist schon ganz, ganz anderes Level. Also man merkt auf jeden Fall, die Leute haben jetzt viel, viel mehr Ahnung. Das Team ist routinierter, der Professor und auch die Inspektora sind ein perfektes Team irgendwie gefühlt. Und es ist alles viel durchdachter, viel größer, viel mehr auf einmal im Einzug. Und die sind jetzt gefühlt der Polizei Welten voraus irgendwie vom Plan her. Und es läuft bis jetzt alles sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ey, ich bin echt gehypt. Ich bin wirklich gehypt. Gut, Freunde, wann geht's weiter? Donnerstag geht's weiter. Donnerstag geht's weiter mit Haus des Geldes, Leute, Dienstag und Donnerstag. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ich hoffe, ihr seid am Start. Und ich hoffe, für alle, die neu sind, die könnten jetzt einen guten Anschluss finden oder schauen sich vielleicht nochmal die anderen Reactions an auf die erste und zweite Staffel. Ich hoffe, ihr habt alle Bock und ich hoffe, dass dieses System mit den Reactions euch so gefällt und dass es so funktioniert, Leute. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt mal rein, wie es euch gefallen hat. Bis dahin, bleibt fresh, so wie immer und.